Ein deutsches Märchen. Yin und Yang. Es war einmal eine Stadt namens Qi. Sie lag in der flachen Ebene. Es war eine Stadt der Harmonie und Ausgeglichenheit. Aber in den letzten 10 Jahren war etwas in der Stadt nicht in Ordnung. Echt? So ein Regen im Sommer? Meine Kinder sind alle krank, weil das Wetter so seltsam ist. In einem Moment ist es heiß und im anderen kalt. Das Volk von Qi war beunruhigt. Und so war es die Aufgabe der Wettervorhersage, ihnen zu helfen. Herr Ruko! Ich weiß nicht, was ich denen sagen soll. Die Leute fragen mich, ob sie nun den Pullover oder den Regenschirm mitnehmen sollen. Ich weiß auch nicht, was ich ihnen sagen soll. Ich warte auf ein Wunder von ganz oben, das mir hilft. Sie wussten nicht, dass sich das Wunder ein klein wenig verspätet hatte. Was? Aufwachen, Yang. Zeit, sich für die Arbeit fertig zu machen. Du willst doch nicht zu spät kommen. Es geht immerhin um die Wettervorhersage. Darf ich vorstellen? Yang, eine Forscherin für unnatürliche Studien. Sie war an Dingen interessiert, die nicht so einfach zu erklären waren. Und hier ist Herr Ying, Realist. Derjenige, der immer geradeaus geht und immer alles verstehen musste. Dem es aber an Selbstvertrauen fehlte, das Richtige zur richtigen Zeit zu sagen. Dies ist das Wetterbüro, richtig? Ja. Ich meine, es steht da oben, aber vielleicht, ich weiß es nicht. Oh, haha. Also, Frau Yin und Herr Yang? Frau Yang und ich denke, Herr Ying? Ja, das stimmt. Mein Vater hatte die Idee, dass Ying und Yang nicht männlich und weiblich sind, sondern ein Konzept. Ich schätze, er hat mich Yang genannt, um das zu beweisen. Naja, meine Eltern waren der gleichen Meinung. Also bin ich Herr Yin? Nun, gut dann. Ich zeige euch eure Arbeitsplätze dann. Herr Hiroko war seltsam fasziniert von den Neuankömmlingen, Ying und Yang. Er beobachtete sie die ganze Zeit über. Aber Ying und Yang verursachten mehr Probleme, als sie lösten. Yang redete ständig und gab Ying kaum eine Gelegenheit zu sprechen. Ich weiß, wie das funktioniert und... Aber hast du den Wind berücksichtigt oder an die Temperatur gedacht? Ja, wenn du mir gestattest zu sprechen, dann werde ich... Was ich damit sagen will, ist... Das war nicht alles. Überraschenderweise hatten Ying und Yang generell Probleme, im Büro miteinander auszukommen. Mein Kaffee war doch genau hier. Hallo, ich habe Frau Yang hier herumgehen sehen. Vielleicht hat sie ihn genommen. Du weißt ja, wie sie ist. Jemand hat mir eine E-Mail geschickt, in der man mich Wutbürgerin nennt. Das muss Herr Ying sein. Wir haben alle gesehen, wie ihm in deiner Nähe unwohl ist. Eines kühlen Morgens, als Herr Hiroko das Büro betrat, sah er einen seltsamen Mann auf ihn warten. Ich komme aus dem Nachbardorf und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Sie Ihre Zeit verschwenden, ja? Wie bitte? Das seltsame Wetter in unserer Stadt ist darauf zurückzuführen, dass der Drache der Harmonie gefangen ist. Der Drache schon. Ihr müsst ihn befreien. Und das ist der einzige Weg, um uns alle zu retten. Alle. Also gut, ich brauche dich. Wie bitte? Wahnsinn! Habt ihr das gesehen?
ist das erste Mal in der Woche, dass es nicht mehr schneit. Die beiden sollten öfter miteinander sprechen. Also daran lag es nicht. Dafür haben wir keine Zeit, Ying. Du musst dir diese Berichte ansehen. Nichts kann das Wetter erklären. Aber es gibt eine Beschwerde eines Kindes in den nördlichen Hügeln. Er hat einen Drachen gesehen, der in den Hügel gebracht wurde. Ich glaube, der seltsame Mann hatte recht. Also ein Kind hat gesehen, wie der Drache schon in die Hügel gebracht wurde und jetzt spielt das Wetter verrückt? Okay, ich habe zu tun, Frau Yang. Yin, bitte. Du glaubst an die Wissenschaft? Also antworte mir. Warum verhält sich das Wetter so komisch? Nur du kennst die Hügel im Norden. Sie sind tückisch. Bitte, komm mit mir. Es brauchte viel Überredungskunst, aber Yang überzeugte Ying schließlich, sie auf das Abenteuer in den nördlichen Hügeln zu begleiten. Sie beschlossen, dies vor Herrn Horoko geheim zu halten. Und überraschenderweise schien an diesem Tag die Sonne. Ying und Yang waren auf dem Weg zu den nördlichen Hügeln. Aber sie waren nicht glücklich darüber, gemeinsam zu reisen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Nun, zu schade. Denn ich weiß, dass dies der richtige Weg ist. Also los, auf geht's. Ich habe dir gesagt, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja gut, ich muss alles alleine tun. Die Karte lesen, den ganzen Kram tragen. Ich brauche eine Pause. Ich werde etwas Wasser aus dem nahegelegenen Bach auffüllen. Hier sollte wirklich kein Bach in der Nähe sein. Dann werde ich einen finden. Moment, was ist das? Ying sah, wie sich einige Büsche bewegten. Als er voller Angst in den Augen hinsah, da erschienen sie. 5 seltsame Wesen, die sich Ying näherten. Nein, nein! Hi-ja! Ha? Ah. Ha! Was zum Teufel war das? Sie waren mystische Kreaturen, die heißen Remo. Sie haben Angst vor den Knurren eines Tigers. Und sie lieben Bären. Wow, dein Wissen über seltsame Dinge hat mir das Leben gerettet. Ich danke dir. Oh, nun, gern geschehen. Das Wetter war für Ying und Yang günstig. Überraschenderweise war es am Beginn ihrer Expedition sonnig, als ob die Natur sagen wollte, dass sie gemeinsam an dieser Sache arbeiten. Aber es blieb nicht so einfach. Yang! Yang fiel in das offene Ende eines Tunnels aus dicken und dunklen Ranken, die sie verschlungen. Hilfe! Hilfe! Nein, nein, Yang, hör mir zu! Das ist ein natürlicher Tunnel aus Lianen. Beruhige dich und lasse sie ihre Arbeit machen. Du wirst am anderen Ende des Tunnels wieder herausgeworfen werden. Yangs unmittelbarer Instinkt war es, dies nicht zu tun und um ihr Leben zu kämpfen. Aber zum ersten Mal in ihrem Leben vertraute sie den Worten eines anderen. Sie wollte zuhören und sehen. Sie hörte auf, sich zu bewegen und schloss ihre Augen. Und augenblicklich wurde sie verschluckt und am anderen Ende herausgeschleudert. Das war knapp. Danke, Yin. Just als Yang Yings Hand hielt, gab es einen lauten Knall. Als die beiden auf die Lichtung rannten, sahen sie einen Vulkan. Yang und Ying betraten den Vulkan und hielten sich gegenseitig fest. Warte, die Steine sind aus Eis im Inneren des Vulkans? Das ist interessant. Aufpassen, Ying! Und in diesem Moment hörten sie eine Stimme. Hilfe! Hilfe! Drache Shun! Ja! Ich bin es, Yin und Yang. Ich wusste, dass ihr kommen würdet, um mich zu retten. Egal, wie sehr er versucht, es zu verhindern. Woher wusstest du das? Und wer hat uns aufgehalten?
Drache nie! Der Drache des Konflikts! Welcher Drache? Drache nie, ja! Herr Uroko! Ah, Wettervorhersage! Welcher Ort wäre besser geeignet, die Zukunft von Kiez zu stören, als der, der sie vorhersagen soll? Aber warum tun sie das? Weil die Stadt Ki von der Kraft des Steins des Gleichgewichts lebt. Und er will ihn haben. Es ist die größte Macht im Universum. Alles lief nach Plan. Das schlechte Wetter an Ki erodierte den Boden. Und bald würde der Boden so stark beschädigt sein, dass ich den Kern erreichen konnte. Den Stein des Gleichgewichts. Hört mir zu, Yin und Yang. Eure Vorväter waren die Beschützer des Steins. Deshalb wurdet ihr auch Yin und Yang genannt. Sie wussten, dass dieser Tag kommen würde und ihr zusammenkommen musst, um nie aufzuhalten. Die Hitze macht mich schwach. Ihr müsst zusammenarbeiten, um ihn zu besiegen. Yin und Yang sahen sich an und nickten. Hier ist, was wir machen. Ich werde Drachen schon aus dem Vulkan herausbringen. Und du, Yang, wende deine Kraft auf Nie an. Du bist stärker, als du denkst. Ich vertraue dir. Yang holte Tiefluft und lief los. Dann brach sie einen großen Felsbrocken und warf ihn direkt auf Nai in die geschmolzene Lava. Hahaha, schlecht gezielt. Wirklich? Was? Nein! Sobald der Drache Shun aus dem Vulkan heraus war, gewann er seine Kraft zurück und wies kalte Luft in Richtung Nai. Und das hier, das nennt man einen eingefrorenen Konflikt. Wir mussten also zusammenarbeiten, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Aber natürlich, ist das nicht das, was die Natur ausmacht? Alles ist im Gleichgewicht. Dieser Planet entstand durch das Gleichgewicht von heiß und kalt. Yin und Yang sind wirklich in allem. In unserem täglichen Leben, in der Natur um uns herum. Und ihr habt beide gelernt zu empfangen, zuzuhören und zu handeln und zu geben. Und das war völlig gegen eure Natur. Und das ist es, was das Gleichgewicht der Natur wiederhergestellt hat. Immer nur zu geben oder immer nur zu empfangen ist nicht gut. Ihr müsst das Gleichgewicht finden. Das Wetter war wieder normal. Drache Shun nahm den gefrorenen Nai mit. Yin und Yang kehrten mit einem Lächeln auf dem Gesicht in das Amt für Wettervorhersage zurück, konnten aber niemandem erzählen, was sie erlebt hatten. Die Stadt Ki war glücklich und so waren auch Yin und Yang, die mit ihren neuen Freunden andere Abenteuer erleben.